Hallo und ganz herzlich willkommen bei Cyboldsoft. Heute geht es mal darum, wie wir uns ein Programm im minimierten Zustand starten können. Ich habe mir zu diesem Zweck mal hier eine Eingabeaufforderungsverknüpfung auf den Desktop kopiert und wenn wir diese jetzt mit dem Doppelklick starten, wird die ganz normal als Vollbild bzw. mit einem Fenster hier gestartet. Wir können das Ganze allerdings auch minimiert starten. Dazu klicken wir hier mit der rechten Maustaste in die Verknüpfung rein, dann hier auf Eigenschaften und hier in dem Punkt Ausführen haben wir jetzt die Möglichkeit, das entweder maximiert oder auch minimiert zu starten. Ich stecke das Ganze mal hier im maximierten Modus, also einmal hier maximiert ausgewählt, dann hier auf Übernehmen, okay. Starten wir das Ganze mal so, sieht das Ganze hier so aus. Machen wir es wieder zu, rechte Maustaste nochmal drauf, Eigenschaften. Jetzt mal hier minimiert ausgewählt, übernehmen, okay. Startet das Ganze hier im minimierten Modus, hier nur in der Taskleiste. Ist also eine schöne Möglichkeit, wenn man irgendwas starten will und dann nicht den ganzen Bildschirm damit voll haben will. Das war's dazu, ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag, bis dahin, tschüss. Hey, vielen Dank, dass du das Video hier bis zum Ende angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dem Kanal bitte einen Abonnieren-Button reindrücken oder dem Video einen Like. Auf der linken Seite findest du noch unsere Unterstützer, das ist zum Beispiel Deskmodder. Einfach mal einen Besuch auf deren Internetseite dalassen, lohnt sich auf jeden Fall. Hier ganz unten findest du noch unsere rechtlichen Hinweise und hier oben rechts noch ein anderes interessantes Video von uns. Tschüss!